Der Wechsel von Mats Hummels vom FC Bayern zu Borussia Dortmund steht angeblich kurz bevor. Wie die Bild am Sonntag berichtet, stehen alle drei Parteien einem Transfer positiv gegenüber. Die Bayern-Bosse hätten demnach das Angebot des BVB für Hummels 20 Millionen Euro plus Erfolgsnachschläge zu bezahlen als angemessen akzeptiert. Außerdem könne sich auch der Innenverteidiger selbst eine Rückkehr nach Dortmund gut vorstellen. Da die Borussia für den 30-Jährigen eine Herzensangelegenheit sei, soll er auch bereit sein, Gehaltseinbußen hinzunehmen. Sollte Hummels tatsächlich zum BVB zurückkehren, könnte das einige Auswirkungen haben. So besteht dann beispielsweise wieder die Möglichkeit, dass Jerome Boateng doch noch eine Zukunft in München hat. Der Weltmeister von 2014 galt spätestens nach diesen Aussagen von Präsident Uli Hoeneß als sicherer Wechselkandidat. Für ihn wäre es vielleicht besser, wenn er mal eine andere Luft genießen würde. Jetzt könnten die Bayern seine Dienste wieder gebrauchen, denn neben Süle und den Neuzugängen Benjamin Pavard und Luca Hernandez ist ein vierter Innenverteidiger im Kader eigentlich Pflicht. Generell wäre ein Hummels-Verkauf für die Bayern nicht ohne Risiko. Denn zum einen war in der Rückrunde gesetzt und legte starke Werte auf. Zum anderen weiß man nicht genau, wie schnell sich die beiden Franzosen Pavard und Luca Hernandez in München akklimatisieren. Dortmund würde mit dem Deal dagegen eine wichtige Baustelle schließen. Hummels absolvierte im Laufe seiner Karriere fast so viele Europapokalspiele wie die aktuellen fünf Dortmunder Innenverteidiger Manuel Akanji, Abdou Diallo, dann Axel Zagadou, Ömer Toprak und Leonardo Baleardi zusammen. An seiner Seite müssten sie weniger Verantwortung tragen und könnten sich womöglich besser entwickeln. Hummels würde direkt im Fokus stehen und zwangsläufig auch als öffentliches Sprachrohr fungieren. In der vergangenen Saison spielte die junge, talentierte, wilde Dortmunder Mannschaft lange wild, bis es im Titelkampf ernst wurde. Dann war die Wildheit weg und der Titel auch. Hummels wäre die perfekte Ergänzung zum aktuellen Führungszirkel um Kapitän Marco Reus, Keeper Roman Bürki und Mittelfeldleader Axel Witzel. Dazu ist die Ablösesumme von 20 Millionen Euro für den BVB mehr als fair. Eine große Eingewöhnungszeit braucht Hummels nicht. Kommt es tatsächlich zur spektakulären Rückholaktion, könnten die Schwarz-Gelben mehr profitieren, als es die Bayern tun.